Ihr habt alle die Software auf. Wir wollen uns jetzt ein wenig mit der Software beschäftigen, mit der ihr den Laser ansteuern könnt. Diese Software heißt Beam Studio. Das ist eine Software, die ist extra für diese Fluxlaser hergestellt. Das heißt, die funktioniert nur mit den Fluxlasern. Und wenn ihr das hier jetzt lernt, könnt ihr die nur für Fluxlaser anwenden. Das ist also eine Software, die ihr praktisch für dieses Gerät braucht. Für viele andere Laser könnte es was komplett anderes sein. Das Erste, was passieren wird, wenn ihr diese Software startet, ist, dass ihr euch mit einem Laser verbinden wollt. Dafür gibt es ein paar Informationen bei uns im Wiki. Dort findet ihr unter Flux Hexa Laser Cutter, ihr könnt auch einfach Laser in die Suche eingeben und es sollte der erste Punkt sein, die relevanten Informationen zum Laser Cutter. Ich aktualisiere das hier mal, weil ich habe hier auch das Passwort ergänzt. Der ist unter der IP 172.23.208.252 zu finden und ihr könnt den Laser dann dort verbinden. Das habe ich in diesem Fall hier schon getan und ihr könnt euch auf dieser Seite, dort findet ihr nochmal die Informationen, die ich vorhin in der Sicherheitseinweisung hatte, zusätzlich noch ein paar weitere Informationen, zum Beispiel wie ihr euch mit dem Laser verbinden könnt, steht hier auch nochmal auf der Seite genauer dargestellt und ihr könnt euch auf dieser Seite mal diese SVG-Datei hier runterladen. Das ist das Chaoticum-Logo, einfach als SVG. Das könnt ihr runterladen und das wollen wir gleich lasern. Und zwar wollen wir an der Hand dieses Logos alle relevanten, ja, faktisch Fähigkeiten dieses Lasers einmal demonstrieren. Genau, und wenn ihr die Datei habt, könnt ihr die hier einfach in die Software hineinziehen. Und dann gibt es drei Möglichkeiten, sie als Layer, Color oder Single Layer zu importieren. Das Ganze macht drei unterschiedliche Sachen damit, wie verwunderlich, die nochmal auch im Wiki nochmal ganz klar definiert sind, aber ich erkläre es noch einmal kurz. Layer fügt jede einzelne Ebene, die vielleicht in einem SVG drin ist, als einzelne Layer in Beam Studio hinzu. Das heißt, ihr könnt später jeder einzelnen Layer unterschiedliche Eigenschaften hinzufügen. Das heißt, wie schnell der Laser sich bewegen soll und wie stark er schneiden oder gravieren soll. Das sorgt dafür, dass ihr dann praktisch ein Objekt habt, das, falls es in Layer aufgeteilt ist, auch hier wieder in Layer aufgeteilt wird. Bei Color, also bei der Farbe, sorgt es dafür, dass jede einzelne Farbe, die in dieser SVG definiert ist, als einzelne Layer hinzugefügt wird. Das heißt, ihr könnt auch ohne Layer arbeiten im SVG. Ihr könnt zum Beispiel, wenn wir uns das Chaoticum-Logo angucken, dort die einzelnen Bestandteile unterschiedlich einfärben und dann das Ganze in Beam Studio importieren und kriegen jede Farbe als einzelne Layer. Als Single Layer bedeutet nur, dass wir das Objekt einfach so, wie es ist, als Ganzes in eine Layer packen. Das ist in diesem Fall tatsächlich komplett egal, weil dieses Logo hat weder Layer noch mehr als eine Farbe. Es ist einfach eine Single Layer, also passiert überall das Gleiche. Ich füge es einfach mal als Layer hinzu. Dann sieht man hier, das Logo ist jetzt hier drin und das ist schwarz. Und es ist ein SVG-Objekt. Was wir jetzt machen wollen, wir wollen hier in diesem Beispiel das Logo sowohl gravieren als auch ausschneiden, als auch eine Linie gravieren. Wir können sowohl Flächen gravieren als auch Linien gravieren. Und was wir machen wollen, wir wollen es außen herum ausschneiden. Wir wollen den inneren Rahmen der Platine hier als Linie gravieren und wir wollen das C und die zugehörigen Bestandteile als Fläche gravieren. Dafür müssen wir dieses Objekt allerdings erstmal auflösen. Das geht, wenn wir es anklicken, öffnen sich hier die SVG-Objektoptionen. Da könnt ihr auch immer hinwechseln zwischen den Layern und den SVG-Objektoptionen. Und hier können wir dieses Logo erstmal auseinandernehmen. Das geht hier über Disassemble. Das wird eine Warnung geben, weil größere SVG-Dateien könnte es dazu führen, dass es relativ lange dauert. Wir nehmen es jetzt aber erstmal auseinander. Dadurch haben wir jetzt jedes Teil hier einzeln. Das heißt, wir können das jetzt hier auseinandernehmen. Was uns aber noch fehlt, ist dieses Objekt. Dieses Objekt ist ein Objekt und würde jetzt als Fläche graviert werden. Machen wir das mal rückgängig. Und auch das wollen wir verhindern.
Denn SVG und andere Vektordateien haben unter anderem diese verknüpften Objekte. Denn in Wirklichkeit ist das nicht ein Pfad, sondern es sind zwei Pfade, und zwar der innere Pfad und der äußere Pfad, um zum Beispiel Ausschnitte zu machen. Und diesen Ausschnitt wollen wir auch nochmal auseinandernehmen. Wenn das alles zu schnell geht, ich komme gleich gerne nochmal rum, wir können das uns alles nochmal gemeinsam ansehen. Ich erkläre es erstmal hier. Das geht hier über Decompose. Diese Option wird nur angezeigt, wenn es ein Objekt gibt, das tatsächlich diese Option beinhaltet und kann damit auseinandergenommen werden. Dadurch haben wir jetzt hier beide Objekte, aus denen dieses einzelne Objekt besteht. Die sind aber beide gefüllt. Und gefüllt heißt in der Software immer, dass dort eine Fläche graviert wird. Das heißt, der Laser geht da mehrfach drüber und graviert eine Fläche. Das könnt ihr euch gleich nochmal auf den Testsheets angucken. Das sind diese einzelnen Punkte. Diese Füllung rausnehmen kann man hier einfach unter den Optionen. Das ist relativ einfach. Das habe ich jetzt mal für den inneren Teil gemacht und ich mache es auch einmal für den äußeren Teil. Und damit haben wir jetzt dieses Logo sozusagen auseinandergenommen. Jetzt wollen wir natürlich, dass mit diesen verschiedenen Bestandteilen unterschiedliche Sachen passieren. Wir wollen, dass es geschnitten wird, eine Linie graviert wird und eine Fläche graviert wird. Dafür erzeugen wir verschiedene Ebenen und können zum Beispiel die unterste Ebene nennen wir Schneiden. Das wird dann ausgeschnitten und ich habe die unterste Ebene in diesem Fall genommen, weil das Objekt natürlich nicht mehr mit der umgebenden Platte befestigt oder verbunden ist, sobald es ausgeschnitten wurde. Das heißt, wir wollen das zuletzt machen und das machen wir in der untersten Ebene. In der zweiten Ebene wollen wir die Fläche gravieren. Ich nenne es einfach mal Fläche. Und in der obersten Ebene wollen wir die Linie gravieren. Und jetzt wollen wir hier an dieser Stelle noch die Werte dementsprechend definieren und die Objekte in die Ebenen hinzufügen. Das heißt, wir wählen den äußersten Teil aus und den haben wir jetzt schon im Schnittbereich, also in der Schnittfläche, und können jetzt hier zum Beispiel unter den Voreinstellungen etwas auswählen. Oder wir wählen etwas, was wir zum Beispiel auf einem Testsheet uns vorher angeguckt haben oder auf einem Testsheet, was es schon gibt, erzeugen. In diesem Fall wollen wir es schneiden. Wir nehmen gleich MDF in 3 mm Stärke und können das dann hier einsetzen. Und dann sieht man direkt hier, der Laser wird mit 40% seiner Stärke arbeiten und mit einer Geschwindigkeit von 6 mm die Sekunde arbeiten. Das zweite Objekt wollen wir als Linie gravieren. Das fügen wir dann also der Ebene Linie hinzu. Ja, das wollen wir wirklich machen. Dann wird das rot. Die Farben können hier auch dementsprechend definiert werden. Das hat keine Auswirkungen, außer dass ihr vielleicht ein bisschen mehr Übersichtlichkeit habt. Die Linie wollen wir gravieren mit einer wollen wir weniger stark gravieren als die also wollen wir weniger stark belasern als die Schnittmenge. Das heißt, wir suchen uns wieder irgendwie so ein Testsheet raus und überlegen uns mal, was wir da machen wollen. Darf ich das einmal haben? Da habe ich hier zum Beispiel eine Fläche, da hatte ich mit 20% gearbeitet und einer Geschwindigkeit von 100 mm die Sekunde. Das wird dir hier als praktisch im roten Bereich anzeigen. Da wird ja auch gleich eine Fehlermeldung geben, weil üblicherweise bei Linien immer mit Schnitten gearbeitet wird. Aber manchmal möchte man auch nur eine Linie gravieren. Das Ganze machen wir jetzt auch noch mit dem letzten Objekt. Mit Shift-Klick könnt ihr die einzelnen Objekte auswählen. Ihr könnt die auch einrahmen. Das fügen wir dann der letzten Ebene hinzu, und zwar unserer Fläche. Und suchen uns auch dafür eine Voreinstellung. In diesem Fall nämlich mache ich das wieder selber, weil ich gerne eine bestimmte Stärke haben möchte. Und mache das mit 150 mm die Sekunde und 20 Stärke. Und damit haben wir praktisch unsere Datei dementsprechend vorbereitet und können sie dann sozusagen dem Laser übergeben. Wir wissen allerdings nicht, wo genau das Material im Laser liegt. Wir könnten natürlich unser Material perfekt in die Ecke ausrichten und das da einfach rausschneiden, aber vielleicht wollen wir ja ganz genau darauf achten, wo in das Objekt wir es reinschneiden wollen. Vielleicht sind da schon Sachen rausgeschnitten, vielleicht wollen wir dann dafür sorgen, dass das Ganze an der Stelle liegt, wo wir es haben wollen. Und dafür hilft uns der Laser selbst, indem er uns eine Kamera zur Verfügung stellt. Die können wir uns hier angucken. Ich habe den Laser drüben schon angemacht. Und das ist eine, sagen wir mal, Sache, die an dem Laser vielleicht nicht so schön ist. Es ist nicht ein Einkamerasystem, was das Ganze praktisch
findet, also das ganze Objekt direkt aufnimmt, sondern es macht ganz viele Einzelfotos. Das heißt, es dauert relativ lange, weil der Laserkopf überall hinfahren muss, ein einzelnes Foto macht und es dann uns dann hier zusammenfügt. Ich mache hier mal einen Bereich, den kann man hier auswählen mit der Kamera. Und jetzt will er 65 Bilder machen und das wird einen Moment dauern. Aber hier können wir jetzt schon sehen, unsere Platte liegt da drin und wir können den Bereich dann sozusagen abfahren. Und man sieht jetzt hier auch schon eine Sache, die nicht ganz so optimal ist. Denn unter anderem hier dieses Logo, was hier schon einmal rausgeschnitten wurde, hat so ein paar praktisch Kanten, die wir eigentlich nicht haben wollen. Das liegt nämlich daran, also es hat hier eine Doppelung. Und das liegt daran, dass das Objekt nicht fokussiert ist. Das schauen wir uns gleich am Laser selbst an, wie wir das Material einlegen und es richtig fokussieren. In diesem Fall ist es nicht richtig fokussiert und ist nicht im richtigen Abstand zum Laserkopf. Das heißt, es entstehen diese Doppelungen. Wenn wir das gemacht haben, wir können das auch vorher abbrechen. Wenn wir den Bereich schon ausgewählt haben, können wir das Objekt noch an die richtige Stelle schieben und das Ganze dann praktisch an der Stelle ausschneiden, wo wir gerne wollen. In diesem Fall wird es wahrscheinlich einfach funktionieren, wenn wir es auch nochmal fokussieren jetzt am Laser. Aber üblicherweise solltet ihr, wenn ihr diese Doppelungen bekommt, den Laser nochmal fokussieren und die Bilder nochmal machen, damit es genauer funktioniert. Genau, das war es eigentlich schon mit der Dateivorbereitung. Die Objekte, die ihr da macht, können relativ komplex sein, können auch sehr leicht sein. Ich zeige euch nochmal ein paar lustige Sachen, die man hier in der Software machen kann. Man kann ganz normale Formen erzeugen, man kann irgendwie Freiformen erzeugen, es gibt einen QR-Code-Generator und so weiter. Das ist ganz nett. Spannend ist aber zum Beispiel das hier, dieser Box-Generator. Da könnt ihr euch Boxen generieren, die ihr dann aus verschiedenen Stücken erzeugen könnt. Unter anderem ist diese Box mit diesem Boxgenerator entstanden. Das Loch haben wir im Nachhinein noch reingemacht, damit man es aus dem Schrank rausziehen kann. Aber man kann dann hier die jeweiligen Größen einstellen, wie man es gerne haben möchte. Und kann dann auch sagen, wie dick das Material ist, was man dafür einlegt. Da kann man auch eine freie Option hinzufügen. Und kann sich überlegen, wie das Ganze verbunden werden soll. Zum Beispiel mit diesen Fingerjoints, die in diesem Fall hier verwendet wurden. Und man kann auch den Deckel entfernen. Dann hat man nur noch die unteren Teile und hat dann praktisch so ein kleines Setzkästchen. Das kann sehr praktisch sein für verschiedene Objekte. Und wir haben es schon relativ viel genutzt, einfach um Laserkisten zu bauen. So, habt ihr das alle hinbekommen? Nee, gut. Dann guck ich mir das nochmal an, wie das bei euch aussieht. Und wenn wir alle eine Datei haben, können wir zum Laser gehen und uns können das Objekt einmal auslasern. Das ist das Gerät. Ihr habt hier noch so ein paar Optionen. Ihr müsst erstmal das Passwort hier eingeben. Jedes Mal, wenn man es anschaltet. Und es gibt so ein paar relevante Sachen. Wenn ihr das Material hier einlegt, könnt ihr das irgendwo anlegen, zum Beispiel hier hinten an der Kante. Aber ihr könnt euch auch diese Magneten hier so ein bisschen setzen und euch da praktisch so eine gerade Kante mit irgendwie schaffen, dass es ordentlich da drin liegt. Wenn ihr das Material drin habt, müsst ihr das Material noch fokussieren, damit der Abstand zwischen Laser und der Laser ist hier auf der linken Seite und das hier ist der Abstandssensor, damit der Abstand zwischen Laser und Material exakt ist. Den Laser könnt ihr euch so vorstellen, dass das so eine Art Sanduhr ist. Der wird fokussiert an einer Stelle und danach geht er wieder auseinander. Das heißt, wenn der Laser eine bestimmte Stelle trifft, ist er an der Stelle am heißesten, weil sich da alle Strahlen bündeln, danach ist wieder raus. Das heißt, deshalb muss das Material fixiert werden. Ihr könnt hier über diesen Punkt Maintenance das ganze Ding bewegen, ohne dass ihr irgendwie lasert oder so. Das kann auch im offenen Zustand passieren. Und könnt dann halt den Laserkopf bewegen an die jeweilige Stelle, wo ihr hin wollt. Danach müsst ihr das Ganze fokussieren. Damit kann man diesen Tisch hier hoch und runter bewegen. Wenn ihr ein großes Material habt, könnt ihr lange diesen Knopf hier drücken. Dann geht es relativ weit runter oder wieder hoch. Es gibt zusätzlich aber auch noch einen Autofokus. Da ist hier so ein Punkt, da steht AF. Wenn ihr den doppelt antippt, dann macht ihr den Autofokus. Fährt dann auf dieses Material, dafür müsste dieser Sensor über dem Material sein und kann dann dementsprechend dieses Material fokussieren. Wenn das Material dann an der richtigen Stelle ist und fokussiert ist, könnt ihr dann in der Software die
Kameraoption nutzen. Und das ist Folie, die ihr auf Material draufkleben könnt, wenn euch bei bestimmten Materialien ins starke Rußentwicklung. Das bedeutet, wenn man das vorher draufklebt und dann da durchlasert, dann fängt das sozusagen den Ruß auf und sorgt dafür, dass ihr praktisch eine glattere und weniger verbrannte Oberfläche habt. Du bist beschäftigt. Ja. Du baust eine so große Holzbox, dass du sie immer wieder haben musst, wenn du in euer Haus einbringst. Aber die Garage mal nicht mehr dazu bezeichnet, weil es nur da ist. Oder machst du die einfach? Warum kleine Schafe?